Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit Nevergest mit dem üblichen Respawn. Ja, ihr werdet jetzt vielleicht merken... Was ist das? Eisenfalltür? Erstens, ich wusste ja nicht, dass es sowas gibt. Und zweitens haben sich anscheinend unsere Gegenstände in Eisenfalltüren aufgelöst. Jetzt bin ich gerade mal gespannt, ob wenn ich jetzt hier reingehe, ob dann alles abstürzt. Nö. Also, ihr werdet sicher merken, okay, die ganzen Mods sind alle weg und die komischen Dinge haben sich in Eisenfalltüren aufgelöst. Ich wusste nicht mal, dass es Eisenfalltüren gibt. Aber okay. Die hänge ich mir jetzt mal einfach da hoch, das sieht man nicht. Ach so. Auch nicht schlimm. Ja, wir spielen nämlich mit Version 1.8, meine lieben Freunde. Und das hat folgende Bewandtnis. Das sieht aber auch so sehr schön aus. Hide über Texture Pack sieht immer schön aus. Und das hat folgende Bewandtnis. Das möchte ich euch ganz kurz mal zeigen. Stopp, Moment. Das möchte ich euch ganz kurz mal zeigen. Und zwar... Wir haben eine Menge sinnloses Zeug hier. Alles kaputt, ne? Sieht man schon so ein bisschen. Und da haben wir hier das Lapis Lazuli. Ich hatte vor dem letzten Mal, hatte ich so ein bisschen angekündigt, ja, irgendwie Lapis Lazuli, gibt es so neue Dinge. Wusste aber nicht, dass es erst mit 1.8 geschieht. Und jetzt lasst euch mal überraschen. Moment, nein, das ist falsch. Jetzt lassen wir uns mal bitte ganz kurz überraschen und ihr werdet staunen. Ihr werdet Bauklötzer staunen. Ich weiß nicht, ihr vielleicht kennt das sogar schon, ich kenn's nur noch nicht. Also, 1.8. Ich zeig's euch, das ist die Härte. 4 Level zum Reparieren dieser Hacke. 4. Zup. Das ist... Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist einfach großartig. Es kostet nichts mehr. Die Level sind eigentlich... Es ist... Wow. Ich bin echt begeistert. Leveltechnisch ist das... Einfach nur grandios jetzt. Ich, wow. Oh, wollte ich gar nicht. Was habe ich jetzt gemacht? Achso, ich hab's falsch gesammelt, warte. Und zwar habe ich mir da jetzt folgendes überlegt. Wo habe ich jetzt die Pfeile hin? Ach da. Ich habe mir jetzt folgendes überlegt. Und zwar nehmen wir uns jetzt diese Bücher. Wir haben ja jetzt keinen Mod mehr drin, mit dem wir sehen, was wir craften. Ich habe jetzt gerade geguckt, ob ich einen Shader-Mod installieren kann. Für 1.8 gibt es aber noch keinen Shader. Deswegen habe ich den erstmal jetzt gelassen. So, Lab. Hm? Schutz 1, Schlag 1. Das kostet trotzdem noch 15, oder wie? Ach so. Na gut. Das Reparieren ist aber trotzdem geil. Also gegen das Reparieren kann man nicht sagen, das ist mega genial. Endlich kann man die Dinge, die man hat, auch ein bisschen öfter reparieren. Und hier, guck mal hier, die ganzen, hier auch diese super effizienten Spitzhacken und was weiß ich nicht. Du gehst jetzt hier rein, klick, klick, reparieren. Klick, klick, reparieren. Klick, klick, reparieren. So, jetzt haben wir alle unsere Diamanten aufgebraucht. Ich bin so schlecht. Effizienzglück. Wir haben eine Glück und Effizienz, die noch viel größer ist. Und wir haben eine Effizienzbehutsamkeit. Und wir haben eine super harte Schaufel. Und ja, ihr wisst schon, was jetzt kommt, denn wir haben keine Diamanten mehr. Ich bin so ein schlechter Mensch. Was machen wir mit der ganzen Erde? Die müssen wir auch noch verballern irgendwie. Da muss ich mir was einfallen lassen für die Erde mal. Ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall nochmal los und sammeln auf jeden Fall nochmal Diamanten ein. Weil jetzt haben wir natürlich alles verballert. Das wollte ich unbedingt gerade machen, deswegen habe ich mir auch gedacht, okay gut, du schmeißt jetzt alles über den Haufen, nimmst jetzt auf und testest das. Weil das habe ich auf Magic Mine habe ich das schon ausprobiert. Und da war mir klar, das willst du auch machen. So. Was haben wir denn hier? Federfall. Feuerkugel, Feuerstern. Falls ich irgendwas in der letzten Folge versprochen habe, was wir jetzt machen sollten, dann weiß ich es echt nicht mehr.
Deswegen gehe ich aber los. Ihr könnt mich gerne schlagen, wenn ich irgendwie was machen wollte und das jetzt nicht mache. Ich wüsste jetzt nicht, habe ich irgendwas versprochen? Ich glaube nicht. Mich wundert es nämlich gerade, dass ich so viel Zeug im Inventar habe. Ich glaube, ich habe gesagt, wir wollen... Ach ja klar, in der letzten Folge hat man ja hier oben... Genau, da ist uns der Creeper in die Luft geflogen. Scheißvieh. Stimmt, 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 stimmt. Okay. Ja, das muss man dann nochmal ganz normal wiederkommen. Jetzt will ich aber erstmal herkommen. Wisst ihr was? Das dauert mit alles zu lang. Jetzt kommt hier einfach klack, klack, klack. Klack. Das kann auch mal. Obwohl, jetzt nehme ich mal mit. So, da kommt jetzt hier die Glückshax, kommen die auch noch rein, die brauche ich jetzt auch nicht. Dann nehme ich die Glück 3 mit und die Behutsamkeit nehme ich mit. Weizen kann auch hier bleiben. Fackeln kommen mit, Eisen kommt mit. Das Schwert sieht ein bisschen ramponiert aus. Wir haben jetzt natürlich kein gutes Schwert mehr, ne? Wir haben jetzt natürlich kein gutes Schwert mehr, haben wir noch eine gute Rüstung an. Ah, die ist auch fast kaputt. Weißt du was, dann lege ich die hier jetzt mal hier rein mit. Und nehme mir Eisenstiefel, Eisenbeinschutz mit. Einen Helm bräuchte man noch, da haben wir einen. Eisenhelm. Das hier ist eine Kombination von zwei ganz miserablen Eisenrüstungen. So. Ja, wir brauchen ja sowieso noch Zeug, ne? Wir müssen sowieso noch sammeln für den... Weißt du was, dann machen wir jetzt eine riesengroße Sammeltour. Und dann möchte ich gleich mal, wenn wir Behutsamkeit gerade haben. Ach, wir haben jetzt... Ach so. Ich hab schon noch Diamanten. Ach so, da habe ich noch Diamanten. Wenn wir behutsam... Ach, wir haben ja hier eine Ender Chest. Genau, wir haben hier eine Ender Chest. Dann räume ich die Ender Chest jetzt mal kurz leer. Das werdet ihr gleich sehen, warum. Denn in die Ender Chest würde ich gerne mir eine Ender Chest craften, wenn ich unterwegs bin und die als zweiten Storage nutzen. So, da kommt das jetzt alles hier rein. Dann mache ich mir ganz kurz ein paar Fackeln. So. Und da kommen die Kohle ordnungsgemäß hier rein. So. Wir wollen auch gar nicht allzu weit weg. Wir wollen mal schauen. Vielleicht gehe ich... Ne, hier unten in die Höhle rein ist, glaube ich, zu nah. Das bringt auch nichts. Ich gehe mal in die Richtung hier. Jetzt habe ich da oben zugemacht, damit da kein Küper hoch reinkommt. Ich bin so selten. Ich muss mal ganz kurz die Musik auf meinem Ohr etwas lauter machen. So. Sonst höre ich mich nichts von der Musik. Ja. So. Ich möchte gleich am Anfang mal auf ein Thema eingehen, was mich momentan auch sehr, sage ich mal, doch schon mitreißt, muss ich sagen. Passt die Musik gerade sehr gut zu. Also, meine Freunde, es geht um Folgendes. Es werden wahrscheinlich, und genau das ist der Grund, es werden wahrscheinlich nur sehr wenige diese Sätze, die ich jetzt sage, hören. Und ja, genau darum geht es für mich auch. Ich finde es wirklich super geil, dass die Abonnentenanzahl steigt, dass die Leute, die Videos gucken, immer mehr kommentieren und dass Stimmung in den Kommentaren langsam aufkommt. Aber ich verstehe es wirklich nicht, obwohl ich mir mehr Mühe denn je gebe, obwohl die Videos hochqualifizierter sind als je zuvor, obwohl ich mehr raushaue als je zuvor, warum die Aufrufe so gering sind. Es will mir einfach nicht in den Kopf, warum die Aufrufe momentan so gering sind. Und wenn gerade du, der jetzt gerade zuschaut bei dem Video hier, und ich meine, es ist nicht das erste Minecraft-Video, wir sind hier mittlerweile bei über 800 Folgen Minecraft,
Wenn gerade du zuschaust und mir vielleicht sagen kannst, warum das so ist, wäre ich dir wirklich dankbar. Ich wäre dir wirklich, wirklich dankbar, wenn du einfach mal in die Kommentare schreiben könntest, warum vielleicht auch du, warum du vielleicht nicht alle Let's Plays schauen kannst oder schauen willst. Gefallen sie dir nicht alle oder sind es vielleicht doch zu viele oder ich weiß es halt nicht. Ich habe zum Glück die Enderaugen mitgenommen, das hätte ich total vergessen jetzt. Es wäre mir wirklich eine Hilfe, wenn das mal jemand in die Kommentare schreiben könnte. Warum? Obwohl die Qualität und so immer mehr zunimmt, obwohl ich immer mehr versuche, qualitativ halt was zu leisten. Warum? Trotzdem die Aufrufe mitunter doch recht gering sind. Und was ich jetzt hier mache, das ist eine sehr lustige Angelegenheit. Ich möchte, da ich habe mir gerade überlegt, auf der Insel hier, bevor ich jetzt weiter aber hier, eine kleine Strip-Mining-Insel zu machen. Das ist doch ein sehr effektives Verfahren. Und ich dachte mir gerade, das ist vielleicht eine coole Idee, wenn wir es einfach mal auf so einer Insel machen. Unsere kleine Strip-Mining-Insel hier, ein bisschen weg vom Schuss, dachte ich mir gerade, wäre eine coole Idee. Ich habe mir auch schon, was ist das denn? Ich habe mir auch schon einige Gesprächsthemen ausgesucht. Das hier ist jetzt schon das erste, da redet man gleich noch ein bisschen mehr drüber. Ich habe mich momentan so ein bisschen schlau gemacht und so. Ich glaube, es wäre schlau, wenn ich das erstmal alles mit dem hier mache. Da redet man gleich nochmal richtig drüber. So. Fängt ja gut an hier mit dem Eisen. Das gefällt mir. Weil ich habe vor hier, ich glaube, also das habe ich jetzt gar nicht so überdacht gehabt, aber ich glaube, ich habe vor, hier eine kleine Weile zu bleiben. Mich hier Strip-Mine häuslich niederzulassen. So, und mit euch hier mal ein paar interessante Themen zu besprechen. Und ich habe mich, wie gesagt, schlau gemacht. Ich bin momentan jetzt wirklich aus diversen Gründen gerade irgendwie das Gefühl, gleich auf Lava zu stoßen. Ich muss mal ganz kurz hier die Tiefenansicht anschalten. Wo steht denn das jetzt? 35, da steht's. Na gut. Ich rede gleich weiter mit euch. Oh. Ich habe bloß gerade ein bisschen Angst, dass ich hier vielleicht in Lava reinfalle, deswegen bin ich gerade ein bisschen ruhiger, damit ich die Lava höre. Geht gleich los, geht gleich weiter. Alles schön. Dieses linienförmig runterkramen hat immer so seine Nachteile. So, wo sind wir jetzt? 26. Ah, fehlt noch ein bisschen was. Oh, nicht das Lied. Nein! Ich hasse dieses Lied. Ich frage mich, ob ich jemals schaffe, dieses Lied zu ändern. Oh, wir haben gar keine. Ach gut, dass wir gerade unten sind. Guck mal hier. So. Das war natürlich nicht mein Ziel, aber gut zu wissen, dass es sowas gibt. Und das haben wir, glaube ich, sogar noch gar nicht erforscht. Ne? Oh, lol, guck mal hier. Na, hoppsasa, was haben wir denn hier? Oh, und da ist Gold. Ja, holla, die Waldfee, was ist denn hier los? Ist eigentlich vollkommen egal, wie wir es jetzt abernten. Mit welcher der beiden Äxte, weil ich will mir hier sowieso ein paar Kisten hinlegen, also so Truhen. Dass wir hier ah, dann erkunden wir später alles. Erstmal graben wir jetzt runter auf meine Ebene, auf die ich will. Und dann machen wir weiter. Dann müsste ich mir natürlich jetzt nochmal eine Workbench hinstellen. Oh, ist das schön. Habe ich überhaupt Monster an? Option? Ah, nicht, aber friedlich. Ja, das würde mich halt ich fange jetzt nochmal an. Oh mein Gott. Ich weiß, ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie viele sich das Video heute angucken werden. Momentan liegt die Aufrufanzahl so bei, sagen wir mal, 5 bis 10 Stück. Das ist
Es ist wirklich, muss ich gestehen, ein bisschen frustrierend auch. LOL. Alter, wir sind hier voll in der Goldgrube gelandet. Und wisst ihr, was das Geilste an der Sache ist? Wir können hier gleich in diesem Ding unsere Basis aufschlagen. Das ist ideal. Wir haben sogar Wasser. Das ist ideal, um eine Basis aufzuschlagen. Geile Scheiße.